Schaltern legt. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enkeladrim, zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen den dritten Teil Goodbye Deponia. Nach Chaos auf Deponia geht's jetzt weiter mit Goodbye Deponia. You are now leaving Deponia. Der dritte Teil der vierteiligen Serie, Saga. Wir spielen Deponia Teil 3. Ich freue mich drauf und kann es nicht abwarten, Teil 3 zu beginnen, Teil 3 anzuspielen. Und ich würde mal sagen, wir legen gleich los und gucken noch mal kurz in die Einstellungen. Musik ein klein bisschen leiser, klitze bisschen, nicht zu leise, aber ein klein bisschen, allgemein auch so ein bisschen leiser, kann nicht schaden. Joa, na dann, Extras haben wir ja auch, Einstellungen, Datenspeicher, Neustart, dann machen wir mal einen Neustart und beginnen das Let's Play zu Goodbye Deponia. Ich bin noch mit dem Kopf so ein bisschen bei Chaos auf Deponia. Muss ein bisschen noch mich zurechtfinden. Los geht's. Goodbye Deponia. Let's go. Natürlich der hier. Hallo Rufus. Oh nein. Nicht schon wieder. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe, um die Schrottpresse von Docs mobiler Praxis zu reparieren. Mobile Praxis, genau. Du brauchst mir nichts vorzumachen, Toni. Ich weiß genau, was los ist. Das hier ist keine Schrottpresse und schon gar kein Tutorial. Nein, es ist einfach nur ein wiederkehrender Albtraum. Und dass du hier bist, ist der ultimative Beweis. Denkst du etwa, mir macht das Spaß? Ich meine, wer braucht schon ein Tutorial für ein Point-and-Click-Adventure? Mein Reden. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen, okay? Ich müsste eigentlich bei den Widerstandskämpfern in Porta Fisco sein und gegen den Organon kämpfen. Stattdessen erkläre ich meiner Pestbeule von Ex-Freund, wie man eine Maus benutzt. Wie jetzt? Du denkst, du musst mir was erklären? Wer von uns beiden hat denn den ganzen Quatsch schon zweimal durchgekaut? Ich kenne dieses Tutorial in- und auswendig. Es beginnt damit, dass ich dich ansprechen muss. Na super. Das Schlimmste gleich zu Beginn. Dazu benutze ich... Die Maus vielleicht? Seit wann lasse ich mir von dir helfen? Und worauf wartest du dann noch? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Tutorial! Juhu! Ich liebe Tutorials, vor allem bei Deponia. Wir sind im Tutorial. Ja, das ging ja ganz gut, auch ohne mich am Anfang. Das war jetzt, Tutorial, Schmutorial. Gut, dann Tutorial. Wir haben das ja schon zweimal gemacht, also wir kennen das ja schon ganz gut. Dieses Ding soll ich also reparieren. Genau. Am besten du stellst dich direkt drunter. Das hättest du wohl gern. Du hast offenbar vergessen, dass ich dieses Tutorial schon zum dritten Mal mache. Hältst du mich wirklich für so blöd, dass ich schon wieder auf denselben lahmen Gag hereinfalle? Kein Kommentar. Nein, niemals. Wir wissen auch natürlich, weil wir das schon zweimal gemacht haben, genau was wir jetzt zu tun haben. Nämlich die Schrottpresse anfassen. Was genau tust du da? Ich sondiere erst einmal das Terrain. Ist das wirklich nötig? Du wolltest mich doch ansprechen. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Gibst du dann endlich Ruhe? Wohl kaum. Ich vermute eher, dass dadurch einer dieser Multiple-Choice-Dialoge gestartet wird, in denen du das mir noch großartig. Mehr auf den Keks gehen kannst. Wie aufregend. Schauen wir uns mal die unauffällige Aussparung an. Oh, ist das denn wirklich so schwer? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Ja, doch. Ich will mich hier nur mal umschauen. Guck mal hier alles, guck alles in Ruhe an. Oh, ist das denn wirklich so schwer? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Ja, doch. Gut. Ja, doch. Ich schau mich hier nur um.
Im Hintergrund können wir nichts machen. Hier, Yin. Oh, ist das denn wirklich so schwer? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Ja, doch. Oh, ist das denn wirklich so schwer? Ja, doch. Ja, das Klo ziehen können wir nicht. Toni. Das ist eine gefräßige Giftnatter. Dass du zu dämlich zum Gucken bist, kannst du auch später noch unter Beweis stellen. Jetzt geht es erst einmal ums Ansprechen. Das macht man mit der linken Maustaste. Wie bitte? Zu dumm. Ich vergesse immer, dass ich kein Parsel spreche. Okay, na dann. Oh, ist das denn wirklich so schwer? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Ja, doch. Ich glaube, wir sollten mal das Inventar öffnen. Da haben wir... Oh, ist das denn wirklich so? Zeig einfach mit dem... Ja, doch. Rufus, so weit sind wir doch noch gar nicht. Ich bin dir eben immer einen Schritt voraus. Jo, ganz genau. Wir sind dir weit voraus. Rufus, so weit sind wir doch noch gar nicht. Ich bin dir eben immer einen Schritt voraus. Allerdings. Oh, ist das denn wirklich so schwer? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Ja, mach mal sicher. Aber bevor wir das machen, sollten wir noch mal zwischenspeichern. Hier sollten wir mal das, sollten hier mal einen Spielstand anlegen. Wir speichern das Spiel. Ja, sehr gut. Und weiterspielen. Und jetzt, ja, das können wir noch nicht aufheben. Schrottpresse. Na dann. Rede mit Toni. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du. Du hast mich angeklickt. Und ich bereue es bereits. Immerhin gibt's nichts, was du mir hier noch beibringen könntest. Du weißt ja noch nicht mal, wie man ein Objekt ansieht. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß doch jeder. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Du meinst links? Nein, ich meine rechts. Da, wo das Augensymbol ist. Ach, das ist dieses rechts, von dem immer alle reden. Ich habe das auch immer einfach links genannt. Ist auch viel einfacher zu merken. Aber na gut, dann probiere ich dein ach so tolles rechts gleich mal an diesem Ding aus, das da auf dem Boden liegt. Indem ich mit dem Cursor drauf zeige und rechts klicke, sobald das Auge zu sehen ist. So. Überanstrenge dich nicht. Okay, links. Und? Verstehe. Passt du auch gut auf? Unbedingt. Aber erstmal das will ich auch hoffen. Sonst wirst du niemals kapieren, wie... Wir haben hier noch eine Option. Wir haben noch zwei. Wie man jemanden anspricht. Wie man jemanden anspricht. So wie eben gerade vielleicht. Oder hast du etwa nicht links geklickt, als die Sprechblase am Cursor erschien? Sprechblase? War es nicht vielleicht das äußerst attraktive Rufus-Kopf-Symbol? Nein, die Sprechblase. Deine blöde Visage erscheint zum Glück nur manchmal. Und dann auch nur im Inventar. Um Kleidungsstücke anzulegen oder was du auch sonst immer da treibst. Was viel zu selten passiert, wie ich finde. Weitaus häufiger stellt sich da schon die Frage... Also ich finde schon, dass das ein... Also nur mal so... By the way, ich finde schon, dass das sehr nach einem Rufus-Kopf-Symbol aussieht. Also das ist... Da bin ich schon sehr dafür. Also, aber es stellt sich die Frage, wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü? Ha, völlig falsch. Tja, na dann... Rufus, so weit sind wir doch noch gar nicht. Ich bin dir eben immer einen Schritt voraus. Ganz richtig. Na dann. Was ist das? Das ist der Interferenzwandler. Erst war es der Kathodenstümpel, dann der Reaktorlotkopf. Könnt ihr euch nicht mehr einigen? Oh, nenn ihn, wie du willst. In jedem Fall brauchst du ihn, um die Presse zu reparieren. Wie soll ich das bitte schön machen, wenn ich ihn nicht mal mitnehmen kann? Du kannst ihn mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, so dass das Handsymbol erscheint. Klicke dann links und du hebst ihn auf. Nein, das muss einfacher gehen. Oh. Ich nenne ihn Uwe. Ich bin Uwe und ich bin auch mit dabei.
Ja, dann nehmen wir mal den Uwe auf. Nanu, wo ist er denn? Sagtest du nicht, dass du dich auskennst? Wenn du etwas aufsammelst, landet es in deinem Inventar. Um es zu öffnen, musst du nichts weiter tun, als am Mausrad zu drehen. Aha. Am Mausrad drehen, um das Inventar zu öffnen. Aber vielleicht können wir vorher den Knopf drücken. Suchst du noch immer dein Inventar? Eben hatte ich es noch. Warum benutzt du nicht einfach das Mausrad? Es ist doch immer da, wo man zuletzt sucht. Moment mal. Hast du dir das nicht beim Spielstart so ausgesucht? Wenn du dich umentscheiden willst, kannst du es jederzeit im Optionsmenü ändern. Okay, aber ich will hier erstmal noch. Suchst du noch immer dein Inventar? Eben hatte ich es noch. Warum benutzt du nicht einfach das Mausrad? Es ist doch immer da, wo man zuletzt sucht. Moment, wenn du dich. Vielleicht können wir aber erstmal noch mit Toni reden. Passt du auch gut auf? Unbedingt. Das will ich auch hoffen. Sonst wirst du niemals kapieren, wie. Wie man das Inventar wie öffnet. Wie man das Inventar öffnet. Ich weiß ja nicht, wie du es machst, aber ich benutze das Mausrad. So machen es die Laien, ja. Also, wenn du es anders machen willst, musst du es im Optionsmenü umstellen. Einfach die Escape-Taste benutzen. Pff, Escape ist was für Loser. Ein echter Profi steht zu seinen Entscheidungen. Aber wie sollst du das auch wissen, wo dir ja nicht einmal klar ist? Wie man einen Dialog beendet. Nein, wie man Objekte im Inventar. Das ist noch interessant. Wie man Objekte im Inventar benutzt. Also, bislang habe ich immer mit dem Handsymbol darauf geklickt, um sie an meinen Mauszeiger zu wählen. Dann konnte ich sie mit der linken Maustaste mit anderen Objekten kombinieren oder sie mit rechts wieder ablegen. So geht es natürlich auch. Und die viel lässigere, geheime zweite Variante kennen nur Leute, die auch wissen. Wie man einen Dialog beendet. Man klickt auf die letzte Option im Auswahlmenü. Ha, völlig falsch. Na gut, hey, dann. Da ist es ja. Genau, das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Na Logo, schöne Animation, wie da die Strommotor fallen. Ja, was mache ich hiermit? Keine Ahnung. Kaputt ist es ja schon. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Wie ich dich kenne, hast du es irgendwo mitgehen lassen. Aber ist ja auch egal. Du brauchst es für das Tutorial. Mehr musst du nicht wissen. Tutorial, Schmutorial. Schön. Tutorial, Schmutorial. So, vielleicht. Rufus, so weit sind wir doch noch gar nicht. Ich bin dir eben immer einen Schritt voraus. Ganz richtig. Das kommt woanders hin. Das sehe ich selber. Außerdem ist es noch kaputt. Mit Betonung auf noch. Und vielleicht kommt es ja hier hin. Das kommt woanders hin. Das sehe ich selber. Außerdem. Mit Betonung. Was mache ich hiermit? Keine Ahnung. Kaputt ist es ja schon. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Und zwar so. So machen wir das. Sieh her, Toni. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst, wenn ich es im Einsatz sehe. Ich weiß, meine Bastlerfähigkeiten sind unglaublich. Ja. Sieh her, Toni. Ich habe das Teil repariert. Das glaube ich erst. Ich weiß. Benutze mit Toni. Ja, Toni. Das glaube ich. Ich weiß. Benutze mit Schrottpresse. Das kommt woanders hin. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. Allerdings. Das kommt woanders hin. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. Allerdings. Na gut, dann tun wir es hier rein. Ha, es passt. Als nächstes musst du. Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Und zwar, ja, der Knopf. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Hm. Toni? Was denn jetzt noch? Was hältst du davon, wenn ich dir dieses Mal die Ehre überlasse, den Knopf zu drücken?
Gerne. Ich habe eh mit Doc gewettet, dass du es nicht hinbekommst. Was? Aber ich hab's doch hinbekommen. Die Presse funktioniert. Ich zeig's dir. Schön. Tja, jetzt schuldig Doc wohl 5 Slotty. Aber das war es wert. Und ich hab die Spielsteuerung verstanden.